Willkommen zur 32. Folge von Tag It Legends mit mir, dem Kiosch. Und ich muss momentan mal starten. So, vorige Folge hatte ich einen kleinen Fauxpas gehabt. Ja, da hat es auf einmal Boom gemacht. Gut, das könnte ich eigentlich schon in den Kommentaren nehmen, statt gefixt. Okay, aber sei es drum. Wir machen uns jetzt eine MFE, weil es wird ja immer Nacht. Dafür braucht man jetzt noch die Machine Blocks. Da kann man nicht einspeichern. Einen haben wir noch. Requesten. Und die Ecken kamen die Goldkabel. Und den Rest mit Energy Crystals. Jawoll. Okay, die haben wir jetzt hier mit rein. Ja, da erstmal da rein. Die Overclockers, Wolle. Okay. Und die Basic Logistik Pipes kommen auch mit rein. Okay, da hauen wir das mal hier ran. Hä, warum haut es das denn jetzt mal? Weil das auch ein Output von 128 hat. Ich dumm war schon wieder. Ach, meine Güte. Wir brauchen erstmal die French. Wir müssen doch das. Request, yes. Okay, weil eine Bedbox wäre jetzt. Oder ich hätte einen Low Voltage Transformer dran machen können. Okay, das wäre natürlich eine Idee gewesen. Ein LV-Transformer. MV, LV, brauchen wir Copper-Cable, Holz und Copper. Gut, super. Wie war das? Ja, 4er, 2 Copper-Cable und dann noch. Copper. 1, 2, 3. Naja. Man lernt nie aus. Allerdings darf ich jetzt nochmal einen Messerator bauen. Eine Electric Furnace. Okay, hat Output, wunderbar. Messerator, Furnace, hat alles wieder Vorrang. Haben wir noch Circuits, ja, aber wir haben keinen Machine Block. Also brauchen wir Refined Iron. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machen wir mal. Ein paar. 64, da haben wir noch ein paar. Brauchen wir da Flint. Ein Cobblestone brauchen wir auch noch. Wollen wir jetzt mal hoffen, dass das jetzt klappt. Ich mach mal lieber noch einen zweiten. Sicher ist sicher. Und wir brauchen noch Iron. Und Redstone. Und machen wir dann Iron Ofen. Electric Furnace. Dankeschön. Und entweder macht es jetzt wieder Boom. Oder wir haben es. Messerator. Jo, es funktioniert. Und ein Electric Furnace. Mach mal Iron. Und hier drüben Iron Dust. Okay, die können wir hier rein. Okay, jetzt hat es auch wieder Put.
und die MFE speichert. Wunderbar. Gut. Und da jetzt eh gerade Nacht wird, können wir schlafen gehen. Okay, dann erstmal die Erzverarbeitung automatisiert. Da geht das erstmal. Ach komm, jetzt wird doch vieles weghauen. French kann weg. Und da können wir uns jetzt eigentlich schon mal langsam wieder mit der Automatisierung, mit dem Crafting. Dafür braucht man nämlich hier die andere Pipe. Die Crafting Pipe. Provider Crafting, da haben wir es. Stone Gear, Redstone, Basic Logistic Pipe. Oder machen wir uns erstmal mit dem Bau weiter. Jetzt wollten wir was gucken. Okay, so mal einfach mal so. War nicht so. Das war schon mal. So, das ist so. Jetzt müssen wir mal hier kurz gucken hier. Na. Okay, nee, das können wir noch nicht, da müssen wir noch viel, viel mehr lernen. Oder finden. Vielleicht in den Dungeon, wenn wir was abbauen. Okay, Railcraft brauchen wir jetzt noch nicht. Gucken wir mal. Table. Hab's hier denn. Table. Müssen wir mal gucken, wie da funktioniert. Also das kann auch sein, dass der Plus hier, dass wir den benutzen müssen für die Autocrafting Sachen. Was braucht man alles? Cleanstone, Wood, Chest, Stone, Wood Planks. Und das war's eigentlich schon. Wir brauchen ein Chest, ein Crafting Table, ein bisschen Cleanstone oben drauf. Mal gucken, ob der funktioniert, wie ich denke. Okay, damit den können wir wirklich Auto Crafting machen. Axt. Und der andere war ein bisschen teurer. Ein bisschen. Okay, der Flake kriegen wir den auch hin. Also brauchen wir 4 Pistons und 4 Crafting Table. 4 Tonnen. 1, 2, 3, 4. Table. 1, 2, 3, 4. Okay, da spielt es ja keine Rolle wie rum. Es muss halt der nur in der Mitte. Okay, und dann gucken wir mal. Schauen. Vielleicht ist der schneller, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir, müssten unsere Erze jetzt schwinden, langsam mal. Okay, es könnte auch wissen, dass die immer mehr werden. Ja,
es will halt vieles hier lang, aber es kommt nicht alles an. Wunderbar, gut. In dem müssen wir erstmal noch einspeichern. So, da haben wir nämlich die hier schon mal. Okay, einen guten Stack. Und wir wollten nach keiner Klammer gucken, wie viel EMC wir schon wieder haben. Das wir werden langsam arm. Ja, okay, das war gelogen. Knacken wir die Milliarde? Wir haben die Milliarde EMC geknackt. Und mit dem Buch auf No Lag müssen wir noch warten, weil wir haben so vieles hier noch mit EMC. Entweder finden wir es oder wir finden es nicht. Okay, wir brauchten dann noch die Crafting Pipes. Ach ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Pipen. Hab ich Stone Gear drin? Na, ja, natürlich. Gear. Hammer. So, Moment, Logistik Crafting Pipe. Brauchen noch Redstone. Ein Redstone, ein Gear, eine Basic Logistik Pipe und schon haben wir eine Crafting Logistik Pipe. Die wird einspeichern. Und da. Okay. Okay, komm mal von hier drüben nach hinten, da können wir nämlich ein bisschen Fassaden drum machen. Okay, das läuft jetzt schon. Gehen wir hier lang. Machen wir hier einen eigenen Raum. Verbinden die sich? Ja, die verbinden sich. Da brauchen wir bestimmt noch eine Chassis. Für das rausholen. Excavator. Hab ich die French mit? Nein. Läuft. Was bin ich denn da? Ich möchte gern hier. Hab ich die andere doch mit? Hä? Bestimmt reingepfeffert. Okay, mein Fehler. Fauxpas. Okay, was nehmen wir mal? Wir können. What the hell? Wo kommt ihr her? Bestimmt von dort. Und von da. Ja. Okay, wir brauchen erstmal hier. Schaffen wir, dass es funktioniert. Okay, da brauchen wir den Input, was wir machen wollen. Ich möchte erst mal sagen, wir machen wir müssen mal kurz das Lagers ME-System, also unser ME-System ist es nicht, weil wir haben nicht mit Applied Rubber. Wir müssen erstmal ein bisschen Rubber ranholen. Weil dann machen wir bloß mal Copper Cable zum Probieren, ob es klappt. Dann brauchen wir noch. Ich denke mal, Copper haben wir noch nicht drin. Oh. Na doch. Und Cable. Okay, dann mache ich die Folge doch mal ein paar Minuten länger. Request, yes. Bloß mal gucken, ob ich es hinkriege. Oder ob ich mir wieder ein Video reinziehen muss. Was natürlich sein kann. Schauen.
Hier. Flak. Flak. Wir müssen. 1, 2, 3, 4. 6 rein. Copper. Und 3 Copper. Output kommen. Wir brauchen da. Ach, dann wir brauchen noch Gold Pipes. Schnell hier lang. Ah, wir kommen schon immer näher. Und mal gucken. Schnell schlafen gehen und dann gucken wir mal. Ansonsten muss ich mir wieder ein Video reinziehen. Was ich wahrscheinlich denke. Okay, und haben wir jetzt nicht gesehen. Wir brauchen Kabel. Machen wir mal 700. Tun wir mal da raus. Yes. Und wir können es herstellen. Gut. Machen wir mal. Ein Stack. 97 Kupfer missing. Copper. Verdammt, ich möchte gerne hier. Wir hatten das. Machen wir mal fix so. Cable. Und nochmal ein Stack. Ja, machen wir mal nur einen halben. Drei haben wir schon mal. Ich glaube, es hat gerade zu viel produziert. Naja, macht nichts. Auf jeden Fall funktioniert es einigermaßen. Aber ich werde mir trotzdem noch mal ein Video anschauen, so dass es halt besser läuft. Okay, aber trotzdem jetzt sage ich mal an der Stelle, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen, kommentiert, liked und abonniert. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal.